Dafür kriege ich die Sponsoren nächstes Jahr noch. Danke. Ja, zum nächsten Gast. Hallo? Der nächste Gast wird auch ein ganz besonderer sein. Der hat hier an einem Wettbewerb teilgenommen. Deutschland sucht den Supermigranten. Hat gewonnen. Und wir haben ihn das erste Mal hier, oder Sie, das erste Mal hier, live auf der Bühne, die Gewinnerin des Deutschland sucht den Supermigranten, Aysche! Hallo Frau Aysche. Setzen Sie sich bitte. Ja, vielleicht ein frisches Glas, danke. Welches war jetzt meins? Ah! Ja, Deutschland hat sie ja zur Supermigrantin gekürt. Oder gewählt, hat sich in ihrem Leben seitdem etwas verändert. Vermissen Sie Ihre Heimat? Haben Sie eine Botschaft an die Welt? Wenn Sie sich ein Land aussuchen dürften, in dem Sie leben, würden Sie dann in Deutschland bleiben? Also wenn Sie sich ein Land aussuchen dürften, würden Sie dann in Deutschland bleiben? Warum? Ja, wenn man die Sprache nicht richtig spricht, hört man vielleicht lieber gar nichts. Was soll da jetzt? Ey, man geht in eine Talkshow, um zu talken. Was bewegt Sie, in eine Talkshow zu gehen? Oh, my God.
Vielleicht will sie was singen. Soll ich Ihnen Deutsch lernen? Hier kommt ein einfaches Wort, sagen Sie Mama, das heißt Mutter. Mama. Vielleicht ein bisschen schwer für den Anfang. Bierkrug-Reinigungsbürste. Was soll ich machen? Die versteht, glaube ich, kein Wort. Möchten Sie eine eigene Urintherapie machen? Herr Fabio, ich habe darauf gewartet, dass Sie mal eine gefühlvolle und verständnisvolle Frage für die Kranken stellen. Sie mit Migrationshintergrund müssen sich doch wirklich mal ausdrücken. Das ist nicht auf meiner Wellenlänge. Ich verstehe mich jetzt. Vielen Dank. Musik.